Fans, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mit Kenan G. Hey, was geht ab? Schön, geil, dass du da bist. Und wir reagieren heute auf Kenan mit dem Song Paris. Paris, hast du uns ziemlich lange warten lassen? Zu lange, Bruder. Was war los? Oder seit einem Jahr ist dieser Song schon fertig, kam nicht raus. Der Colin. Du weißt, Colin, was du gemacht hast. Xandro genauso. Also, wie ihr wisst, sollte das eigentlich schon vor gefühlt 2 Jahren kommen. Das war wirklich vor einem Jahr, ne? Vor einem Jahr sollte das eigentlich schon rauskommen nach Auftritt. Da waren aber ein bisschen Filme, der Xandro hatte keine Zeit. Dann der Colin sagt, komm mal da, lass uns einen Termin machen, dann so, mal so. Da wollte ich ja bei dir posten, ne? Wir haben ja noch geschrieben. Ja, dann habe ich gesagt, kannst du machen. Dann hat der Colin mir doch nochmal geschrieben. Ja, und dann scheiß auf BZ. Da wäre halt viel mehr abgegangen, weißt du ja selber. Der Colin hat mir geschrieben, der so, okay, Kenan, komm mal, wir machen uns jetzt wirklich einen Termin. Alexandro, du musst mit Alexandro reden, hin und her. Ich hab mit Alexandro geredet. Ja, ich mach uns einen Termin nächste Woche. Ich hab dir nächste Woche, ja, heute wird schlecht. Ja, so, mal so, mal so. Und dann. Und dann Scheiße, Unfall. Dann richtig Scheiße. Dann Unfall, dann Unfall. Danach hat das egal. Dann war ich mal, ich wollte jetzt Gießen, ne? Ja. Ich war Gießen unterwegs, ruf mich Colin an, so aus dem Nix. Ich geh dran. Ey, wa, kein Cousin, Kenan, was geht ab? So, ja, nix hier, spazieren, hin und her, dies, das. Sagte, ja, hast du Bock nach Paris zu gehen? So wie, ja, der Song. Sag, den Song kannst du wegschmeißen. Den wird keiner hören. Sagt er, doch, doch, wir machen noch ein bisschen Promo und diese Filme und bla bla. Und habt ihr Promo gemacht? Wann war Promo online? Nein. Kranke Promo. Haben wir nicht. Baba. Auf jeden Fall, Colin, falls du das siehst, richtig brutale Promo gemacht. Geil. Video hat jetzt schon fast 5 Millionen Klicks. Heftig. Brutal. Aber du hättest auch selber machen können. Ja, ich hab auch selber Schuld, Bruder. Du bist selber schuld. Ehrlich, ja, du hast dich auf Colin verlassen. Es geht um deinen Arsch, nicht um Colins Arsch. Ja, das ist so. Nicht, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, so. Jetzt wollen wir aber gucken, was du hier gemacht hast. 1,54 so. Auch noch, sehr gut. Boah, Bruder. Ich wollte eigentlich noch ein Part machen. Xandro hat zu ihm gesagt, lass ein Part machen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Song. Ich kann das selber nicht hören, Buddy. Weißt du, ich hab das ist schon ein Jahr alt. Ja, du kannst ihn nicht mehr hören, ne? Ist ausgerutscht für dich. Xandro sagt zu mir, lass noch ein Part machen. Ich so, ey, das ist alles. Kannst eigentlich wegschmeißen, also komm, geh nach Paris, ich mach das einfach schnell und dann lass uns einfach rausballern. Damit ja, perfekt, ja, okay, das ist ein perfekter Start, ne? Das sind die perfekten Voraussetzungen für die Reaction auf jeden Fall. Sandra, das kann ja nur krass werden. Sandra, auf jeden Fall, Dankeschön. Colin, Dankeschön. Ich danke für nix. Danke für Zero, für nix einfach. Alter. Ich küsse dein Herz. Okay, wir sind ready, wir gehen mal rein und gucken uns das an, let's go. Okay, aber Video scheint, glaube ich, dann krass zu sein, oder? Bevor wir uns das jetzt angucken, ne? Bist du zufrieden mit dem Video? Ja, ja, 100%. Ja? 100%. Okay. Okay, ich bin gespannt. Und ich flieg so schnell wie möglich nach Paris. Die Patte fliegt. Ah, Bruder. Scheiß auf die Liebe, wohin geht. Und ich flieg. Ey, Bruder, das Video ist ja bisher wirklich gut. Voila. Auch so die Transition und so hat er gut gemacht. Monkey Films, ne? Richtig. Ja, ich finde halt, Voila, die Szenen wurden teilweise ein bisschen zu lange gezeigt. Da hätte man mehr Szenen einbauen können, schneller, weißt du? Okay. Dass sich die Szenen schneller wechseln so. Aber ich finde, das ist cool. Für 1 Minute 54, ich muss Voila, jetzt auch kein Film drehen. Ist ja viel zu kurz. Also. Yeah. Sagst ja selber, hat keinen Bock mehr. Ja, so, das Video ist stopp. Jetzt soll selber drehen. Also, ich sag euch mal so, guck mal, ne? An dem Tag, ich war sehr, sehr müde. Vielleicht sieht man auch meine Augenringe, ich war so. Oder tot, deine Augen sind immer zu. Wallah. Guck mal, in die Kamera. Chinese. Guck mal in die Kamera. Du siehst aus, als wenn du gerade. Wallah, ich schwör bei Gott. Wo bin ich hier? Reagier mir gerade. Was war ich hier? Na, da war ich aber echt müde, ja. Ja. Da war ich todmüde. Also komm, wir sind. Wie war das denn? Ihr seid da hingeflogen? Nein, Bruder, leider nicht. Wir sind hingefahren, Bruder. Okay. Hinten war alles komplett so. Ungemütlich, weißt du, ich meine. Warst du den Kofferraum so? Nein. So den Koffer so? Das war echt eng, Bruder, weißt du, ich meine. Es war schon eng, aber ist okay. Und dann habt ihr da übernachtet oder? Nein. Auch nicht? Nein, auch nicht. Wann seid ihr denn da hingefahren? Bruder, katastrophal, du weißt. Warte mal, auf wen ging die Produktion, die Kosten? Ich glaube an Colin. Was gibt's da noch zu beschweren? Ja, eigentlich nichts. Ja, aber nur. Er übernimmt hier die ganzen Kosten und der beschwert sich immer noch, Alter. Was ist das denn? Ja. Ist okay. Ja. Aber danke für nix. Paris, die Patte fliegt.
und stellt Fragen. Hey, keine Antwort, ich hör nicht zu. Ich hör nicht zu. Ah, geile Vocals. Sehr geil. Wurflos mich ruhig. Ihr seid offline, wir sind online. Ich will nur Paare sehen. Mach das Hot klein und das Hot knallt und roll das OCB. Mach es nochmal, bleib wieder locker. Mick, dass sich alles dreht. Weißt, was du machen musst in Musikvideos? Mhm. Wenn du live performst, ne? Okay. Du, einfach okay. Wie einfach okay? Wenn du live performst, okay. Lass, wie okay? Was? Warum bist du verwirrt? Lass mich aussprechen. Okay. Ja, ich sag ja okay, rede. Damit meine ich ja okay, rede. Der beendet einfach den Satz. Erzähl. Guck mal, in der Live-Performance, du lächelst immer, du strahlst immer so, du bist glücklich, man kauft dir das ab, dass du Bock hast, ne? Mhm. Das musst du auch in deinen Musikvideos machen. Mhm. Du musst so, wenn man das Musikvideo anguckt, man muss der, boah, Kenner, der Süße, der ist nur am Strahlen, der strahlt gute Laune aus. Ja, ja. Hier ist deine Mimik manchmal so mal normal. Mal so, ja. Ja, weißt du? Ja. Behalt das bei, weil das ist cool bei dir, Bruder. Safe. Weißt du, weil du Safe, bist Bruder. Vor dem Mic live performst, so lächelst, man kauft dir das voll ab. Hier eher das Gegenteil. Bald das bei der Live-Performance, da bei den Videos bei. Glaub mir. Safe. Weil das cool bei dir. Mhm. In dem Honda ist sie locker, merkt, dass die Party fehlt. Ich brauch keinen, der mich liebt. Hab nur Feinde, wie du siehst. Im Block hagelt Harmonie. Bin seit Jahren in Fantasien. Geh zur Seite, Majolik. Hab dich nicht einmal verdient. Nur seit Tagen läuft die schief und ich flieg. So schnell wie möglich nach Paris. Die Party fliegt. Scheiß auf die Liebe, wollen Kind. Ja, wie? Ja, das war's schon. Da kommt noch einmal die Hook und dann. Ja, dann sind wir schon durch. Ja, nein, das nehmen wir dann ein. Und ich flieg. Und ich flieg. So schnell wie möglich nach Paris. Die Party fliegt. Also ich finde, es ist ein cooler Song. Ne? Ich fand auch, als du den das erste Mal im Diamonds performt, war das erste Mal? Yeah. Genau, ja, ne? Im Diamonds, genau. Da fand ich den auch schon gut. Du hast den ja live neben uns performt direkt. Mhm. Und auch live fand ich den sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und jetzt hier auf jeden Fall gemastert auch richtig gut. Du hast natürlich viel Promo gemacht nach diesem Live-Auftritt. Ne? Mhm. Und du hast selber gesagt, da gingen diese Videos noch viral. Mhm. Jetzt inzwischen gehen sie nicht mehr viral, weil ist ein Jahr her. Ja. Also so gesehen, diesen Song hast du verbrannt eigentlich. Ja, Bruder. Ne? So, ist weil so. Der Song hatte Hype, ne, du hast zu lange gewartet, richtig viel Hype, du hast zu lange die Leute zittern lassen und jetzt, und wenn du dann bei Icon wieder so weit kommen solltest, dass du dir einen Hype, einen gewissen Hype aufbaust, dann warte ja auch lieber 2 Jahre. Du hast ja auch, warte, die Schweine. Du hast mich schon gemacht. Dann guck am besten, dass du gar nicht mehr real. Ich sag euch so, wie es ist. Dann hör einfach auf. Also, wenn ich inshallah wirklich sehr gut weit komme, dann, wenn die Songs mal wirklich Hype haben, dann kommen nur... Nein, da musst du wirklich Gas geben, Cousin, bam, 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 guck mal, Alter. Ich hab's dir gerade auch schon im Auto gesagt, letztes Jahr bei Icon, du warst neu, sowohl für die Jury, als auch für die Leute da draußen, die hören deine Stimme zum ersten Mal, du bist interessant, jetzt wirst du es wesentlich schwerer haben, weil die Leute kennen dich 100%. Schon, du bist nichts Neues mehr, 100%, weißt du so, deswegen, du musst aufpassen, dass du selber nicht zu einem verbrannten Künstler wirst, indem du einfach wartest, ja. Achte darauf, das geht ganz schnell. Ich nach Paris, die Botte fliegt. Scheiß auf die Liebe, wollen Kiss. Aber ich finde den Song cool. Ich finde den richtig geil, Walla. Dankeschön. Walla, cool. Happy Release. Bist du zufrieden mit den Zahlen bisher? Nein. Na, also, der ist mir gar nicht zufrieden, guck mal, Junge. Ich sag dir so, wie es ist. Ich hab jetzt nicht so viel erwartet, weißt du, weil... Guck mal, ein Jahr fast her, Alter. Ja, normal. Aber für ein Jahr ist trotzdem ordentlich, muss man sagen, ne? Vielleicht kommt ja noch die Tage, weißt du, Spotify, hin und her, TikTok. Also vielleicht wird es ja noch ein bisschen abgehen. Achso, ich dachte, der kommt online. Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, hört den Song weiterhin und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.